Was geht ab, meine Freunde? Ich bin's wieder, euer Xerox. Und heute bauen wir weiter an der Lava Area. Warum nicht die Ocean Area? Weil bei der Ocean Area muss mir noch ein bisschen was einfallen, was man da bauen könnte. Und bei der Lava Area ist es doch eher recht simpel. Das erste, was ich mache, ist natürlich im Blender eine Kette zu erstellen. Warum eine Kette? Ja, ich finde, eine Kette passt immer irgendwie zur Lava Area. Und das könnt ihr ganz einfach machen. Ihr drückt Shift und A und erstellt euch unten einen Torus. Diesen Torus ändern wir jetzt. Und zwar gehen wir hier komplett runter bis ungefähr, ja doch, ich würde sagen 6. Und dann stellt ihr hier einfach noch die Größe auch ein bisschen oben. Ich denke mal auch auf 6. Das reicht vollkommen aus. Und dann schiebt ihr einfach nur noch, so gesagt, das ein bisschen zusammen und schon habt ihr das erste Kettenglied erstellt. Das können wir jetzt noch ein bisschen dünner machen und so sieht das Ganze dann aus. Daraus können wir dann einfach eine Kette erstellen und ja, das schiebe ich dann erstmal zur Seite. Im nächsten Schritt mache ich einfach mal so komische Dornen oder Spitzen. Das funktioniert auch ganz einfach. Wir machen wieder eine Mesh, wieder eine Plane. Halten wir das Shift gedrückt und drücken hier unten auf den Punkt drauf, drücken Entfernen auf der Tastatur oder Delete oder Del bei euch auf der Tastatur. Es kommt immer darauf an, was da genau steht bei euch. Dann geht ihr auf die Vertex, die löschen wir raus, drücken hier einmal drauf, drücken dann auf Tab, drücken rechte Maustaste, Set Origin to Geometry to Origin und dann sind wir hier in der Mitte. Da machen wir wieder einen Skin. Heißt, ihr geht auf Add Modifier, auf diesen Schraubenschlüssel, macht Skin und nochmal das Subdivision Surface. Jetzt macht ihr das theoretisch wie beim Gras. Erstmal gehen wir auf die Y-Achse und drücken einmal auf Tab und scalen das Ganze ein bisschen nach oben. Wenn ihr das ungefähr so habt wie ich, dann reicht das auch schon vollkommen aus. Das nächste, was ihr macht, ist Control gedrückt zu halten und einmal auf A zu drücken, um hier unten einfach ein bisschen breiter zu ziehen. Das gleiche machen wir auch hier oben und hier auch nochmal. Und hier machen wir das ein bisschen dünner, das heißt, da gehen wir ein bisschen rein. Dann sieht das Ganze so aus. Drücken rechte Maustaste, Shade, nee, noch nicht. Erstmal hier akzeptieren. Dann drücken wir rechte Maustaste, Shade Smooth. Dann können wir nochmal gucken, ob wir hier noch die Normals hinzufügen. Na, brauchen wir nicht, das reicht so. Das heißt, damit haben wir auch schon das nächste fertig. Als nächstes bauen wir eine Insel. Dazu brauchen wir nochmal eine Plane. Und damit arbeiten wir jetzt. Gehen wir in den Edit Mode und gehen auf die Z-Achse und erstellen uns hier, so gesagt, mit dem Knife Tool machen wir uns einfach so eine kleine Inselform. Die muss sich perfekt aussehen, so viel steht fest. Und bestätigen das Ganze mit Enter. Dann drückt ihr einmal auf die 3 und löscht hier die Faces raus. Einfach wieder entfernen drücken auf der Tastatur oder auf X und drückt ihr auf Faces. Und schon haben wir hier so gesagt eine kleine Insel gebaut. Diese kleine Insel drücken wir einmal an, drücken auf E und scalen die ein bisschen nach unten. Dann scalen wir die mit S ein bisschen nach außen und drücken jetzt auf I und scalen die nochmal ein bisschen rein, drücken wieder E. Und gehen wieder ein bisschen nach unten, nochmal E und nochmal E, bis ihr so eine kleine Insel habt. Diese kleine Insel kann man auch noch ein bisschen verschieben, wenn man möchte. Das heißt, dass sie nicht akkurat oder perfekt mittig ist, aber das reicht erstmal so fürs Tutorial. Wenn wir wollen, können wir das auch noch shaden. Ich gucke mal eben kurz nach, ob das hier mit dem Autosmooth gut aussieht. Naja, naja, es könnte besser sein. Aber egal, das reicht auch erstmal. Das schieben wir auch nach links rüber. Dann wollen wir so einen kleinen Krater erstellen. Oder besser gesagt, wie nennt man das nochmal? Ein Geysir? Ein Geysir? Nennt man das so? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Also heißt da, wo theoretisch, ja, so eine kleine Vulkankuppel ist das. Und da oben kommt ein bisschen Rauch raus. Ich kenne den Namen leider jetzt gerade nicht mehr davon. Und dazu brauchen wir auch wieder eine Plane. Machen das genauso wie eben mit dieser Spitze hier. Drücken auf Tab, drücken auf 1, drücken hier dann wieder mit gedrückter Shift-Taste einmal unten auf die Ecke drauf, drücken auf Entfernen und löschen nicht die Faces, sondern die Vertex raus, drücken wieder auf Tab, gehen wieder auf Set Origin, Geometry to Origin und ja, jetzt machen wir theoretisch wieder genau dasselbe.
gehen wieder auf das Modifier Tool, gehen auf Skin, dann gehen wir auf Subdivision Surface und damit arbeiten wir jetzt. Das ist theoretisch auch ganz einfach. Wir drücken wieder auf Tab, gehen ein bisschen nach oben und scalen hier unten mit Ctrl und A ein bisschen nach außen. So ungefähr reicht das schon vollkommen aus. Das Ganze bestätigen wir wieder, drücken wieder auf Tab, drücken hier oben auf den Pfeil, der nach unten zeigt, drücken auf Apply und hier genau dasselbe. Jetzt müssen wir uns einmal hier oben das Teil auswählen und müssen das ein bisschen nach innen scalen. Wir machen es doch ein bisschen anders. Und zwar wählen wir uns die Flächen aus. Das macht ihr einfach mit der 3 und dann drückt ihr auf E und scalt es ein bisschen nach innen. Dann machen wir das nochmal in Smooth, rechte Maustaste und einfach smoothen. Und damit haben wir schon das nächste Teil. Da wir die Steine zum Beispiel schon haben, die haben wir ja im Grassland gemacht. Das sind ja diese hier, die kann man auch perfekt für die Lava Area nutzen. Deswegen brauchen wir die jetzt nicht extra nochmal machen. Und zwar machen wir jetzt noch einen Baumstamm hin. Dieser Baumstamm wird auch ganz simpel und ganz easy. Dazu brauchen wir nicht viel, wir brauchen einen Zylinder. Diesen Zylinder stellen wir hier erstmal um auf ungefähr 8. Den ziehen wir uns noch ein bisschen länger. Wir können hier oben ruhig das ein bisschen dünner ziehen. So gesagt, dass das ja wie ein Baumstamm so eine kleine Form hat. Ja, können wir so machen ungefähr. Und können hier jetzt noch ein paar Kleinigkeiten mit einbringen. Das sind zum Beispiel Äste, die abgebrochen sind. Aber bevor wir das machen, werden wir hier oben einmal auf I drücken. Ein bisschen, ja, reinscalen, dann drücken wir auf E und scalen das nochmal rein, drücken S, um das ein bisschen ja wie eine Form aussehen zu lassen. Dann duplizieren wir uns das einmal mit Shift und D. Dann scalen wir uns das schön klein, rotaten das nochmal ein bisschen nach außen. Dann müssen wir das ein bisschen länger ziehen. Das bedeutet, auf der rechten Seite habe ich es fertig. Jetzt auf der linken Seite könnte man das jetzt unter Default und dann auf Local, nee, Global, glaube ich. Nee, Local. Local stellen und dann kann man das nochmal ein bisschen länger ziehen. So sieht das Ganze dann aus. Und das wäre zum Beispiel so ein abgebrannter Baum, den man noch mit hinzufügen könnte. Und ja, soweit sind wir eigentlich teilweise fertig mit den Assets. Viel braucht man dazu nicht. Und jetzt kommen wir eigentlich schon zum Texturieren. Das bedeutet, wir wählen uns jetzt beispielsweise das hier aus. Wählen uns eine Textur aus, gehen auf Neu. Gehen dann hier auf diesen gelben Punkt. Gehen auf Image Textur. Gehen auf Open. Gehen auf Desktop. Und dann finde ich hier meine Color Palette. Dasselbe machen wir dann hier bei der Kette. Da brauchen wir aber nur noch hier drauf zu drücken und drücken dann hier auf Material. Dasselbe genau hier. Hier auch nochmal. Und dann nochmal der Baum. Naja, da müssen wir auch alles einzeln auswählen. Wenn wir das gemacht haben, können wir einmal auf Z drücken, um uns einfach mal die Materialien darauf anzusehen. So sieht das Ganze aus. Also noch nicht wunderschön. Dann gehen wir hier oben einmal auf UV Editing. Wählen hier oben die Textur aus, drücken dann hier nochmal Z und drücken auf Material Preview. Im nächsten Schritt nutzen wir uns diese Teile hier, drücken einmal auf Tab, drücken A und gehen auf die Y-Achse und drücken einmal auf U und dann auf Project From View. Wir drücken einmal Tab hier auf der Seite. Drücken einmal linke Maustaste drauf und drücken einmal auf L. Dann können wir das perfekt verschieben, einfach hier rein. Genau dasselbe machen wir hier bei dem. Wir drücken einmal auf L und können das jetzt ein bisschen kleiner scalen. Das Ganze setzen wir dann natürlich hier mit rein. Dann können wir uns alles auswählen und ich würde sagen, wir geben den schon eine dunkle Farbe. Das heißt hier oben rechts ist das perfekt von der Farbe her.
Das müssen wir natürlich noch so scalen, dass es auch perfekt da reinpasst. Und ich finde das so in dieser Farbe eigentlich schon mal gar nicht so schlecht. Dass es unten ein bisschen dunkler wird oder unten ein bisschen dunkler ist und oben dann heller wird. Also das finde ich so schon perfekt. Jetzt kommen wir zur Kette. Da gehen wir am besten auf die Z-Achse. Drücken auch hier wieder Tab einmal A und dann auf U und dann Project from View. Dann moven wir uns das Ganze hier einmal hoch. Scalen hier auch nochmal ein bisschen rein. Ziehen uns das am besten hier so hin. Dann haben wir eine Kette, die vom Dunklen ins Helle verläuft. Ist definitiv auch schon mal was Gutes. Hier bei dem ist es ein bisschen anders. Da müssen wir mal darauf achten, wie wir das am besten machen. Da drücken wir einmal auf Tab, drücken A. Und jetzt gehen wir hier oben auf dieses Fenster, um einfach mal durchzugucken. Also da können wir halt beide Seiten sehen. Einmal die vordere und einmal die hintere Seite. Dann versucht ihr hier oben nur diesen Bereich auszuwählen. Und damit können wir jetzt loslegen zu texturieren. Das heißt, da gehen wir auf die Y-Achse. Gehen auf U, Project from View. Dann wählt ihr euch natürlich jetzt kein Grün aus, weil das passt, denke ich mal, dann eher nicht zur Area. Aus diesem Grund würde ich schon eher sagen, so ein helles Grau könnte perfekt hinhauen. Mach nochmal eben ganz kurz die Ansicht aus. Ja, ich würde das noch ein bisschen dunkler machen. Ungefähr hier in diesem Bereich. Ja, das sieht gut aus. Dann müssen wir noch hier unten im Bereich ändern. Das heißt, wir gehen wieder auf Y. Ah, wir müssen hier oben noch eben das Fenster öffnen. So sollte das dann aussehen, dass wir alles wieder ausgewählt haben. Drücken wieder auf U. Na, wir gehen erstmal auf Y, U und Project from View. Dann ziehen wir uns das ungefähr hier oben in diesem Bereich, wo wir eben hier die Spitze gemacht haben und hier diesen Geysir. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Ich weiß halt nicht, ob der Name so richtig ist, aber man weiß, was damit gemeint ist. Also will ich hoffen. So sollte das Ganze aussehen. Oh, hier unten ist noch Farbe. Das müssen wir noch ändern. Dazu drücken wir einmal auf die 3. Na, Moment. Erstmal auf die Z-Achse. Nochmal Z. So, dass wir das von unten sehen. Dann wählen wir uns hier die Seiten aus. Ach, wir haben hier oben noch das doppelte Fenster offen. Okay. Also nochmal alles auswählen hier an den Seiten. So sollte das dann ungefähr aussehen. Drücken wieder auf die Y-Achse, drücken wieder auf U und gehen wieder auf Project from View. Das wird dann ungefähr in diesem Bereich gepackt. Noch ein bisschen kleiner machen. Ungefähr hierhin. So sollte das Ganze dann aussehen. Genau dasselbe machen wir jetzt auch hier bei diesem Baumstamm. Dazu benötigen wir nur den Baumstamm, so in etwa. Gehen wieder auf die Y-Achse, gehen auf Tab A und Project from View. Dann sieht man schon, hier ist der komplette Baum abgebildet. Da würde ich sagen, gehen wir, ja, wie kann man das am besten machen? Der sollte doch schon ein bisschen bräunlich sein, aber ein bisschen dunkelbraun. Ja, das sieht schon gut aus. Das gefällt mir. So, hier drin die Bereiche, die müssen noch extra eingefärbt werden. Das heißt, die wählen wir einmal aus, dann einmal. Ja, wir müssen alle nochmal eben kurz auswählen. Das hier nicht. Es will schon wieder nicht so, wie ich will. Wählen wir uns hier halt einzeln aus. Einmal Shift gedrückt halten und dann auf jedes einzelne Teil einmal draufdrücken. Drücken einmal auf Tab, drücken hier drauf und hier drauf und ändern diese Farbe zu einem Schwarz, würde ich sagen. Also, dass es schon sehr dunkel da drin ist. So sieht das aber schon mal gut aus. Falls euch noch was einfällt, was man dazu adden könnte, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Es würde mich sehr, sehr freuen.
So, wenn ihr hier die Textur wieder nicht seht, einmal Z drücken und nicht den Wireframe und dann auf Material Preview. So gefällt mir das. So wie es jetzt gerade hier schon aussieht. Dann gehen wir hier oben auf File, gehen auf Export, gehen auf FBX. Dann wähle ich mir Grassland aus, gehe nochmal einen Ordner zurück, erstelle mir hier drin nochmal einen Ordner und das nenne ich dann Lava Land. Gehe dort in den Ordner rein und nenne das Ganze einfach Assets. Gehe auf Select Only, Export Assets, gehe dann hier oben auf View, Asset Manager, rechte Maustaste, hier auf Meshes, Add Mesh. Ich habe natürlich eine Sache vergessen. Ich habe vergessen, alles auszuwählen. Das ist immer ganz wichtig. Einmal dann auf File nochmal. Export FBX. Selected Objects. Nochmal die Assets überschreiben. Dann gehen wir hier nochmal auf den File, Assets und Apply. Dann wähle ich mir die ganzen Assets aus. Drücke rechte Maustaste. Und gehe auf Insert with Location. Dann haben wir hier die ganzen Assets drin, die auch sehr, sehr gut aussehen schon. Muss ich sagen, die gefallen mir doch schon sehr. Dann müssen halt die Bäume, oder besser gesagt das, was wir jetzt hier gebaut haben, natürlich noch ein bisschen angeordnet werden. Bedeutet, das hier wird anchored. Wird natürlich auch ein bisschen kleiner gezogen. Genau dasselbe hier. Wenn ihr sowas hier habt, zum Beispiel wo oben dann die Kappe fehlt, dann drückt ihr hier einfach auf Double-Sided. Und schon habt ihr das Problem gelöst. Und das hier können wir auch noch ein bisschen kleiner machen. Und das hier ist das Kettenglied. Jetzt müssen wir uns mal einen Dummy ganz kurz in die Map stellen, damit wir wissen ungefähr, wie groß die Sachen sind. Okay, so groß sind die Sachen also. Das bedeutet, die Insel hier, die soll später zum Beispiel schweben, kann man ein bisschen größer ziehen. Genau dasselbe hier bei denen. Dann nehmen wir uns das Kettenglied, das rotaten wir jetzt einfach mal. Das können wir uns dann hier dran setzen, machen uns davon wieder eine Duplikation. Versuchen, dieses Kettenglied immer mit der Berührung von diesem hier zu haben. Und wenn wir das jetzt rotaten, dann sieht man, ob die Teile zusammengefügt wurden. Ich baue das mal eben zu Ende und wenn ich damit fertig bin, seht ihr dann das Endergebnis. Und da sind wir auch schon wieder im Spiel. So sieht das, oder besser gesagt im Studio, nicht im Spiel. Und so sieht das Ganze dann aufgebaut aus. Man muss bedenken, ich habe nur ein paar Assets gebaut. Ich habe jetzt noch nicht viel gebaut. Normalerweise würde wahrscheinlich hier in die Area noch irgendwie so ein Turm rein können. Oder eine alte Burg, die halb zerstört ist. Und man muss sich natürlich auch vorstellen, dass hier unten dann Lava wäre. Das würde dann ungefähr so aussehen, wenn ich das jetzt mal orange mache und dann in Neon. Das würde halt schon ein ganz anderes Bild abgeben. Und das muss man halt immer bedenken. Wenn euch noch was einfällt, was man zu dieser Area machen könnte, gerne Bescheid geben. Ich werde auch mal eben ganz kurz Play hier drücken, um das einfach mal selbst zu testen, wie es eigentlich vom Größenunterschied ist oder wie es von der Größe... Okay, danke schön, Kette. Die Kette hält aber gut zusammen, muss ich schon sagen. Warum fällt die denn ab? Ich habe doch alles eigentlich geankert. Man merkt aber auch schon, ich kann hier nicht durchlaufen, weil, wie auch schon mal gesagt, das liegt an der Performance. Damit kann man halt ein bisschen performance-schonender arbeiten. Die Partikel und sowas hier, die habe ich auch selber erstellt. Wenn ihr mal möchtet, könnte ich zu Partikeln auch mal ein Video machen, falls euch das mal interessiert, wie man am besten Partikel aussehen lässt. Ich bin da halt auch noch nicht so erfahren, aber ich finde, so eine Rauchwolke lässt sich schon sehen. Also sieht schon gut aus. Ja, und man muss halt bedenken, es ist halt wirklich recht wenig, was hier drin ist. Aber man konnte mit diesem recht wenig, konnte man eigentlich schon viel machen. Muss ich einfach so sagen. Also man sieht ja schon, wie diese Area dann aussieht. Und das hier war noch die Area vom letzten Mal. Die hatte ich nämlich gar nicht in-game gezeigt, aber so sieht die halt auch aus. Wenn alles fertig ist, so viel will ich schon mal sagen, also wenn alle Areas fertig sind, werde ich diese zusammenfügen und daraus eine komplette Map bauen. Eine Simulator-Map oder was auch immer.
Da muss ich noch schauen, wie ich das am besten mache. Gut, das war's mit diesem kleinen Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde dann sagen, bis demnächst, euer Xerox. Ciao, ciao.